Endlich ist die Erfinderin mal wieder zu sehen und auch ihre Eliminierungsrunde, also die Runde, wo die Feinde 10% mehr Gesundheit haben und verbesserte Waffen, wird bestimmt spannend. Heißen wir die Erfinderin wieder willkommen und erinnern wir sie daran, dass die Sonne noch scheint, auch wenn sie sie nie wieder sehen wird. Na gut. Hoffen wir mal, dass das hier besser läuft als mit dem Roboter. Das hat ja mich, glaube ich, 4 Versuche gekostet. Und ja, die Erfinderin, auch bei ihr wieder das übliche System. Daher schauen wir mal, wie das heute so wird. Ja, unsere Gegner sind uns gleich ziemlich böse gesonnen, aber... Auch die Rose musste ihre Dornen lassen. Tja, was nehmen wir denn sofort weg? Natürlich den Schraubenschlüssel und machen daraus das neue Werkzeug Kampfschraubi. Ein Stab wurde gefunden. Ja, der ist auch automatisch schon drinne. Hat einen Countdown von 8, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Macht 6 Schaden und verbrennt einen ein Würfel. Ich würde sagen, wir machen aus dem Robobot einen leicht geschockten Robobot. Obwohl ich das auch mal hätte früher machen können. Das war ein bisschen verschwendet jetzt, aber egal. Es ist ja zum Glück die erste Ebene nur. Da kriegen wir das schon noch hin. Wobei, er könnte uns jetzt platt machen. Nee, ich mach das so. Hilft alles nichts. Keine Lust, schon in der ersten Ebene zu sterben. Okay, ich werde den Stab nehmen und daraus gleich ein neues Werkzeug machen. Wir finden ein Schwert sowie einen Summer und wir dürften perfekt hier ausgefüllt sein. Wunderbar. Nichts befindet sich in unserem Rucksack, aber die Ebene 2 hat einige schöne Gegner hier. Marshmallow? Ja. Wir greifen mal schön an und gucken, wie es weitergeht. Ich hätte natürlich auch den Summer nehmen können, bin mir aber noch unsicher. Okay. Wenn ich jetzt Fokus drücke, gilt das auch für die verbrannten Würfel? Ja. Sehr schön. Dann lasst uns doch beide mal schocken. Beide Attacken von Marshmallow. Ja. Es wäre ja vielleicht blöd gewesen, wenn nur... eine Sache geschockt werden würde und er hätte die Würfel gehabt für nur eine, die richtige. Ist egal. Ich nehme den Summer wieder raus, weil wir brauchen mehr direkten Schaden. Der Stereokopf wird mit Hilfe des Hammers sehr schnell Geschichte sein. In Ordnung. Die Frage ist jetzt eher, welche Ausrüstung werde ich jetzt opfern? Hey, abgefahrener Kampf. Du hast nicht zufällig irgendwelche Kassetten bei dir, oder? Also irgendwas Neueres als 1986? Natürlich nicht. Aber ich habe ein Level-Up bei mir und werde die Erbsenpistole weggeben. Und zudem... den Flammenwerfer natürlich einsammeln. Ist ja eins meiner Lieblingsgegenstände hier. Die Pike. Okay. Dann kann nun die Baumnymphe angegangen werden. Wundervoll.
Ja, das lohnt sich ja eigentlich für sie nicht. Sehr schön, dass sie das auch eingesehen hat. Und ich hoffe, Pike ist jetzt mit dabei bei den Gegenständen, die wir wählen können. Nein, natürlich nicht. Dann werde ich dir das Schwert rausnehmen. Ach, da ist ja noch ein Einkaufsladen gewesen. Blöd. Andererseits gibt es hier Kristallschwert, was ich immer recht verlockend finde. Und ich glaube, das werde ich mitnehmen. Natürlich wäre Metallschrott prinzipiell die cleverere Wahl gewesen, aber Kristallschwert macht halt schon Spaß zu spielen. Kann man zwar nur genau wie den Flammenwerfer einmal pro Kampf nutzen, macht aber dementsprechend auch gehörigen Schaden. Es ist ein bisschen risikofreudig, aber mal sehen. Okay, wir haben die Fälschung gefunden. Und vielleicht sollten wir die erstmal anstelle des Kristallschwertes reinnehmen. Und dann gehen wir den Piraten erledigen, damit wir hier dahinter die ganzen Optionen haben. Ja, da kann ich schon mal vergessen, den Flammenwerfer hier zu nutzen. Weil dafür das zu nehmen, das wäre Blödsinn. Der Schaden wäre minimal und wir könnten ihn nicht wieder verwenden in diesem Kampf. Das ist schon besser. Wundervoll. Und die Fälschung geht sofort wieder raus. Schokokeks. Ja, okay. Hiervon können wir uns nichts leisten aktuell. Und hiervon entweder Bumerang oder Anstoßen. Bumerang werde ich mal holen. Sehr schön. Das könnte interessant werden. Okay, dann nehme ich den Kaktus als nächsten Gegner wegen seinen Dornen. Der macht ja doch gerne mal argen Schaden. Wiederholt den nächsten Angriff. Ja. Tja, so richtig nützt es aber leider nichts, ne? Ich werde den Schokokeks schon mal aufbauen, aber nicht weiter benutzen. Das werden wir in der nächsten Runde mal probieren. Ja. Denn nun können wir Fokus anwenden. Alle doppeln dann auch noch und den Flammenwerfer so probieren. Ja, und damit ist er weg. Wir haben zwar ziemlich viel Schaden genommen, aber durch das Level Up ist das kein Problem. Und wir können nun auch noch die Pike wegnehmen. Das ist gut. So, was befindet sich hier? Metallschrott, sehr schön. Dann machen wir da so weiter. Feuermann. Wir haben so viel Schaden gefressen, dass wir gleich wieder Fokus nehmen könnten. Und das werden wir auch tun. Schokokeks und zweimal den Flammenwerfer bitte. Und auch wenn er selber aus Feuer besteht und daher nicht viel Schaden dadurch erhält, macht es sich gut, beim so einen Angriff durchzuführen. Denn auch er tut sich weh, wenn er in verbrannte Würfel fasst. Okay, dann würde ich sagen, Metallschrott erstmal weg. Wir heilen uns und ich gucke nochmal, ob ich irgendwas gebrauchen kann. Ja,
Ich nehme tatsächlich mal den Schraubenschlüssel, weil wir haben hier noch einen wunderschönen Platz dafür. Und ja, dann geht das schon mal so ein bisschen als Pufferzone rein. Das ist eigentlich gut für uns, weil wir haben hier zwei Gegner, die enorm allergisch auf Feuerschaden reagieren. Daher erstmal der Zweigling, danach der Yeti. Okay. Kombiniere die beiden Vieren. Tja, die Frage ist, was machen wir damit jetzt? Ich könnte auch hier wieder... Ja, ich werde das mal so machen, dass wir in der nächsten Runde mit dem tollen Doppelkeks ihn ordentlich, hoffentlich in einer einzigen Runde wegbringen können. Nee, shit. Schade. Aber dann ist das so. Ich habe auf bessere Würfel spekuliert. Mist. Das ist so ärgerlich jetzt, aber okay. Unnötig, also wirklich auch unnötig viel Schaden selber wieder gefressen. In Ordnung, Schraubenschlüssel geht weg. Und wir gehen gegen den Yeti gleich vor. Funke, verbrennt Würfel, das wird den Yeti freuen. Ja, ich brauche die Heilung so schnell wie möglich. Fokus bitte. Damit ist er weg. Ha, die lassen heutzutage wohl jeden mitmachen. Sprach er, nachdem er im ersten Zug weggedödelt wurde. Na gut. Dann sage ich, wir geben den Zorn weg. Den Bumerang für Zorn. Weg. Denn die Kombination mit Schokokeks und Flammenwerfer hat sich bisher gut bewährt. Unke und Lederrüstung mit rein. Und dann so gegen die Krake. Wir brauchen aber wieder ein bisschen mehr Angriffspower hier. Ja. Ich probier's. Gut Glück. Ja, es ist eh verflucht. Es war so klar. Okay. Ja. Also an seiner Stelle würde ich nicht versuchen, uns hier zu verfluchen. Ich würde direkt auf den Angriff hier gehen. Aber okay, ist sein eigenes Begräbnis hier. Ach komm, hör auf. Ja gut, der Fluch ist vielleicht auch ganz gut dafür. Ich habe ein Problem, ne? Oh Gott. Wenn ich jetzt Zorn und dann bei Fokus den Schokokeks zweimal mache. Ja, der ist eh verflucht. Verdammte Axt.
Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich mehrmals ihn angreifen könnte, aber es hat sich erledigt. Ja, ist vorbei. Ja, so viel dazu. Na dann, nochmal. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der tragische Fall der Erfinderin. Vielen Dank. Ja, ich habe ja gehofft, dass es besser laufen würde, aber scheinbar droht mir hier ein ähnliches Schicksal wie beim Roboter. Aber gut, da muss ich jetzt durch und sein Breitschwert ist ziemlich fies. Schön, wenn es verbessert wurde, da freut er sich sicher, aber für mich ist es blöd. Armbrust, okay, sehr schön. Ein kleiner Feuerball wird uns schon hingeworfen, aber es geht noch. So. Dann weiter. Die Armbrust zuerst, weil die nimmt zu viel Platz ein. Ein Schwert sowie ein Summer. Wir sind wieder genau beim gleichen. Okay. Alchemistin, bitte verwandle dich nicht sofort wieder in einen Bären. Okay. Hätte ich sie nicht eben besiegen können? Warum habe ich denn sofort auf Weiter geklickt? Was ist denn heute los? Okay, wir nehmen den Summer. Schlüsselklinge. Und ich bin jetzt mal ein bisschen mutig und versuche, den Piraten so wegzubringen. Ohne eine Heilung vorher. Ich hoffe einfach, dass er nicht so viel Schaden jetzt machen kann. Nee, sieht gut aus. Und es geht raus. Das Schwert erstmal. Und der Flammenwerfer kommt wieder rein. Genau, weil die Schlüsselklinge, die kommt mir ganz gut vor. Irgendwie habe ich es im Gefühl, dass ich die mehr nehmen sollte. Das Positive ist da natürlich auch wieder, dass wir einfach mehr Platz noch haben in dem Inventar dadurch. Das Schwert hatte ja zwei Plätze gebraucht, diese Schlüsselklinge hingegen nur eine. Vielleicht ist das ganz gut. So. Und raus geht die Erbsenpistole, natürlich. Heilkristall, schön. Tja. Ich kann also Ausrüstung verbessern und auch noch Metallschrott kaufen, das ist nicht schlecht. Flammenwerfer später zu vergrößern wäre wie immer schön, aber wir nehmen erstmal den Hammer, dass der kleiner wird. Metallschrott, natürlich. Und dann geht es so weiter. Wir nehmen den... Eigentlich ist das hier alles ganz gut. Ja, nochmal Metallschrott, super.
Wir können nichts kaufen, aber hier schon mal gucken. Bumerang ist super. Bis später. Die Strahlenwaffe. Ja. Wenn irgendwas rausgenommen wird, können wir es dann damit ersetzen. Das passt schon. Dann nehmen wir nun als Gegner Schnupfi. Ich hasse es, wenn Schnupfi sowas hinkriegt. Das ist einfach immer wieder so unglaublich. Aber gut. Den Fokus spare ich mir wieder auf. Ah, ich hasse es, wenn Denise ausbleibt. Schie. So viel dazu. Ja, und Metallschrott geht erstmal weg, natürlich. Strahlenwaffe kommt nun hinein. Und dann gucken wir, was sich hier noch befindet. Das Kristallschwert. Für später schön. Da, okay, okay, okay. Der Sauger bitte als nächster. Fokus. Hammer sowie Flammenwerfer. Ist okay. Okay, der ist viel zu groß. Beide. Naja. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also. Zum Glück werde ich danach wieder geheilt durch den... durch das Level-Up, aber... Glück gehabt. Ja, und dann geht natürlich der nächste Metallschrott weg. Mal sehen, was wir hier kaufen können. Ja, Heilkristall oder Schaufel oder Ausrüstung verbessern, aber wir haben für so gut wie alles zu wenig Geld. Hier hingegen der Bumerang. Den wollte ich mir ja eh kaufen. Sehr schön. Mal sehen, ob das notwendig ist im Kampf gegen den Yeti. Wir können den Fokus ja nehmen. Flammenwerfer. So, und jetzt hätte er eigentlich nur noch 4 Lebenspunkte. Und ich glaube, auch wenn er jetzt nur noch einen hat, das ist es mir einfach nicht wert. Ja, passt schon. Ist okay. Wir haben zwar ein klein wenig nochmal Schaden gefressen, können ihn aber sofort regenerieren. Und da mit voller Lebensleiste weitergehen. Gut, dann sage ich, der Heilkristall muss leider raus. Auch wenn ich schade finde. Aber wir können auch einen neuen gleich kaufen, glaube ich, ne? Nee, andersrum war das. Okay. Dann eben Lederrüstung. Einfach nur, um einen weiteren Platz voll zu haben. Der Schneemann ist der Erste. Okay, schön. Er bräuchte ungerade Würfel und hat nur einen einzigen. Das trifft sich gut.
Tja, aber leider sind meine Würfel auch nicht gut genug, so dass ich mal den Flammenwerfer verwenden könnte. Und das rächt sich jetzt. Ja, was soll ich denn da jetzt weitermachen? Okay. Fokus und tschüss. Damit ist die Lederrüstung fort. Wir heilen uns und gucken, was in dieser Truhe ist. Flüstern. Ungerader Würfel muss hinein und schwächt eine Ausrüstung des Gegners. Eigentlich ganz nett. Ich frage mich nur gerade, ob ich nicht langsam mal das Kristallschwert da reinbringen soll. Mal sehen. Der Feuermann wieder. Ja. Die zwei Sechsen kommen da schon mal rein. Ja, passt schon. Der kann ruhig mal ein bisschen uns mehr auch noch angreifen, damit unsere Fokusattacke wieder da ist. Dann können wir die nämlich gleich gegen den nächsten Gegner, den Zweigling, verwenden. Und damit schon ordentlich was reißen, denke ich. Tja, Bumerang. Und es geht weg, die Strahlenwaffe. Natürlich. Oh, entschuldigt. Gerade hat sich irgendwie das Fenster minimiert, aber wir sind wieder an derselben Stelle. Genau. Ich habe die Strahlenwaffe weggegeben. Und habe damit nun... Ja, eigentlich noch einen freien Stelle hier. Elektromagnet ist zu groß. Ich würde vorschlagen, dass wir mal die Schlüsselklinge rausnehmen und das Kristallschwert zum ersten Einsatz bringen. Gegen den Zweigling. Vielleicht brauchen wir das aber auch gar nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr der sich hier wehrt. So, Flammenwerfer. Perfekt. Mit dem Bumerang ist sein Ende besiegelt. Das ging sehr flott. Und wir haben ein weiteres Level-Up durch. Tja, und ich sage jetzt, dass wir den Bumerang auch abgeben werden. Ausrüstung kopieren. Oder verbessern. Ich wäre... Ich bin für eine Verbesserung des Kristallschwerts, damit wir noch mehr Sachen hier reinbringen können. Wir haben ja noch eine Ebene vor uns und können damit vielleicht ein paar interessante weitere Ausrüstungsgegenstände in das Inventar reinbringen. Okay, Schreckenswolf zuerst, danach direkt die Sängerin, damit wir mehr Optionen haben. Ja, Zorn und Fokus und Flammenwerfer. Ist schon okay. Nicht optimal, aber ist okay. Okay, interessant, dass so ein großer Fokus auf die Vergiftung dabei liegt, weil eigentlich hätte ich gedacht, das lohnt sich nicht so arg. Aber hey... Wenn das Wölfchen meint. Sehr schön. Weg geht natürlich Flüstern. Nun die Schlüsselklinge sowie Elektromagnet mit reinnehmen. Und ja, wir haben nichts zu verlieren. Also natürlich haben wir etwas zu verlieren, aber wir können jetzt schon die Heilung einfach von Anfang an benutzen. Die Sängerin. Tirimin. Sofort das Kristallschwert plus. Flammenwerfer
Ne, wir machen es anders. Wir nehmen einmal Hammer und danach den Elektromagneten. Zwei hat sie jetzt geschwächt. Ich mache trotzdem den Fokus. Werde wieder den Hammer benutzen und einmal Elektromagnet ausspielen. Sie wird uns hier eh noch ein bisschen Schaden reindrücken und dann ist unser Fokus zwar nicht wieder komplett aufgeladen, aber schon ziemlich weit. Ende. Raus fliegt diesmal der Elektromagnet. Damit haben wir auch wieder mehr Platz. Den brauchen wir auch, weil hier zwei Truhen auf uns warten. Einmal mit einer Plasmakanone sowie mit einer Fälschung. Fälschung braucht halt ziemlich viel Platz, aber das ist auch schon schön. Auf jeden Fall besser als die Plasmakanone. In Ordnung. Ich würde sagen, wir sollten Papierkrieger versuchen, weil sich dahinter gleich die... wir machen es anders. Wir nehmen den Panzerkäfer und zwar aus einem bestimmten Grund. Dahinter befindet sich ja die Verbesserung. Dann können wir den Flammenwerfer vergrößern und auch mit mehr Würfel bestärken und hoffentlich die Papierkriegerin mit nur einem Rutsch weghauen, weil die ist ja gegen Feuer, also Feuer ist sehr effektiv gegen sie. Okay, wir werfen einen extra Würfel. Kristallschwert geht sofort rein. Wir verdoppeln die 6, um den Hammer zu nutzen und natürlich auch noch den Flammenwerfer. Optimaler Anfang. Aber er macht krassen Schaden. Und darf die nächste Runde nicht überleben. Wird er aber auch nicht. Denke ich. Doch. Das gibt es nicht. Er hat dann immer noch einen. Oh nein. Oh, verdammte Axt, ey. Ja. Glück gehabt, aber ich freue mich, mit allen anderen Würfelkonstellationen wäre das jetzt nicht möglich gewesen. Ob lebendig oder tot, aus deinen Knochen mache ich Brot, aber nicht heute. Ausnahmsweise mal nicht, heute war das Glück mir mal hold. Gut, damit geht die Fälschung fort. Wir verbessern den Flammenwerfer und machen ihn riesig. Und dann schauen wir mal noch, was es hier noch so gibt. Ja, wir stellen unsere Lebenspunkte für alle Fälle ein bisschen wieder her. Und zudem wäre es vermutlich ganz klug, den Metallschrott zu kaufen. Denn ich hätte gerne beim Kampf gegen den Boss den Hammer, das Kristallschwert sowie den Flammenwerfer, also alle Sachen, die wir auch verbessert haben. Gut, Papierkrieger, los geht's. Ja, schwach gegen Feuer. Fokus, dann das Klonen. Und viel Spaß damit. 48 Schaden. Ein Hammer noch dazu und der Kampf ist vorbei. Wundervoll. Damit ist der Metallschrott weg. Wir haben einen weiteren Würfel und ein sehr, sehr schönes Inventar. Ich bin begeistert. Na dann. Können wir uns noch was leisten? Nö. Los geht's. Erfinderin gegen Madison. Mal wieder. Hallo? Willst du ein paar Kekse kaufen? Oder soll ich dich lieber einfach vermöbeln? Ich weiß genau, worauf ich gerade am meisten Lust habe.
Diese Jugend von heute, das kommt alles wegen diesen Videospielen. Hundertprozentig. Okay. Also, Kristallschwert kann sofort genutzt werden. Und den Rest gebe ich mal lieber in Hammer und Plasmakanone rein. Weil ich hoffe, dass sie uns jetzt gleich noch ziemlich stark angreifen wird, damit unser Fokus wieder da ist. Dann kann ich alle so eine 6 machen und ihr ja, 24 Schaden auf einmal rausleiern. Ja, doch. Ich nehme auch das nochmal gleich mit. Die Plasmakanone. Alles gut. Es läuft wunderbar. Im Verhältnis. Fokus. Barrikade trotzdem wieder reinnehmen. Und wir verwenden den Hammer, aber es wird knapp im Verhältnis. Also wir haben schon wesentlich leichtere Kämpfe gegen Madison gehabt. Aber sie traut sich eben natürlich jetzt auch nicht mehr so viel, ihre eigenen Würfel zu verwenden, weil sie auch nur noch ziemlich wenig Lebenspunkte hatte. Trotzdem, ein Sieg für uns ist drin gewesen. Also eins muss man dir lassen, du bist ganz schön hartnäckig. Denkst du noch immer an deinen Herzenswunsch? Konzentrierst du dich noch immer aufs Gewinn? Dann drehen wir mal das Rad. Wie hypnotisch. Und jetzt stoppen wir das Rad und oh, wer hätte das gedacht? Schon wieder verloren. Naja, trotzdem, wir haben die 4. Eliminierungsrunde bestanden und damit eine weitere Herausforderung eingesammelt, nämlich den Sauger als Trophäe. Vorlieben? Krümel, Fussel, Reis und Wollmäuse. Abneigungen? Habender Glasscherben, Münzen und Schnüre. Lieblingsessen? Zuckerkörnchen auf dem Fußboden. Grund, aus dem du den Dungeon überhaupt betreten hast? Ich wollte, dass mich die Leute nicht mehr Sauger nennen. Ja, wenn's dein Name ist, dann tut mir das leid. Aber es bringt ja nichts. Okay, wir haben also mit der Erfinderin die Episode 4 gemeistert und im nächsten Part geht es dann wieder mal um die Hexe. Ich hoffe, es wird leichter, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Bye bye.